Hallo, wo ist denn der Schnurrbart mit Hut? Mein Kollege hat mir gesagt, du seist gut im Duell und dass du ihn mit Bravour besiegt hättest. Kann schon sein. Glaubst du, du kommst gegen mich an? Aber hallo. Duellieren wir uns? Selbstverständlich. Dein Zittern entlarvt dich. Du bist kein Gegner für mich. Hallo. Bist du bereit? Selbstverständlich. Ausschank verboten für kleine Kinder. Du bist kein Gegner für mich. Hallo. Bist du bereit? Selbstverständlich. Du trinkst so zaghaft wie eine Frau. Du bist kein Gegner für mich. Hallo. Bist du bereit? Selbstverständlich. Mach schon mal dein Testament. Und ich glaub, du hast deinen Tod verpennt. Dein Zittern entlarvt dich. Aber Mutti sagt, ich darf nicht. Ich glaub, zum Trinken bist du nicht stark genug. Und dich trifft gleich ein Güterzug. Ausschank verboten für kleine Kinder. Du küsst morgen sicherlich Rinder. Ich habe die Partie so gut wie gewonnen. Ich werde mich eher in deinem Elend sonnen. Du trinkst so zaghaft wie eine Frau. Und du bist nach einem Glas schon blau. Ohnmächtig gefällst du mir sicher am besten. Bevor ich umfall, fliegst du raus aus dem Westen. Mach schon mal dein Testament. Und ich glaub, du hast deinen Tod verpennt. Du bist eine Memme, genau wie dein Vater. Du bist kein Gegner für mich. Hallo. Bist du bereit? Selbstverständlich.
Mach schon mal dein Testament. Und ich glaub, du hast deinen Tod verpennt. Du bist eine Memme, genau wie dein Vater. Und ich werde dich entmündigen lassen. Du bezahlst, Amigo. Hallo nochmal. Was kann ich für Sie tun? Ich muss gehen. Und ich muss hier bleiben. Hey, Willy. Wie wär's, Junge? Ich interessiere mich für Spezialroboteröl. Du weißt schon, $30. Ich habe nur 10. Sagen wir 20. Ich überlege es mir. Aber überlege es dir schnell. Ich habe nur einen Kanister, verstehst du? Hey, Willy. Wie wär's, Junge? Ich interessiere mich für Spezialroboteröl. Du weißt schon, $30. Ich habe nur 10. Sagen wir 20. Einverstanden. Abgemacht. Psst, hier, Kumpel. Hey, Willy. Wie wär's, Junge? Ich brauche eine Genehmigung, um Dynamit kaufen zu können. Oh, Kumpel, das ist ein Problem. Warum sollte die schwer zu beschaffen sein? Ach was, ich habe eine, gleich hier. Es ist nur die letzte, die ich habe, verstehst du? Und ein Kollege hat sie bei mir reservieren lassen. Aber was soll's, verstehst du? Ich gebe sie dir. Soll er mich dafür drankriegen? Weil du's bist, überlasse ich sie dir für 50. Nein, 40 Mäuse. Bar auf die Kralle. Ich habe nur 10. Ich gebe sie dir für 25. Einverstanden. Abgemacht. Erstmal den Zaster. Da. Noch einmal, hallo, Sheriff. Was gibt's, Fillmore? Wann kommt denn der Zug? Ich weiß es nicht genau. Er kann in 5 Minuten oder 5 Stunden kommen. Ich kann nur warten. Diese Marshals sind sehr eigen. Sie reagieren ungehalten, wenn man ihre Regeln nicht genau befolgt. Ist es nicht gefährlich, den Gefangenen allein zu lassen? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe das Büro abgeschlossen. Und das Zellengitter ist unzerstörbar. Um da hineinzukommen, braucht man die Kraft eines Stieres. Haben Sie Bier gesagt? Nicht ganz. Ich habe Stier gesagt. Stier.
Wie haben Sie davon erfahren, dass Tom Starricks Stier gestohlen hat? Nur ein blöder Farmer würde den Zuchtbullen stehlen statt der ganzen Herde. Ehrlich? Aber klar, Viehdiebe hätten die ganze Herde mitgenommen. Ganz sicher, aber warum Tom? Der Stier war näher an seiner Farm als an den anderen Farmen. Ich verstehe. Der Stier könnte locker weglaufen. Stier? Der Stier, hinter dem Gefängnis. Sie meinen Beweis A. Ach so. Aber er ist ein lahmes Vieh, außer man zeigt ihm ein rotes Tuch. Sie sind sehr gründlich mit Beweisen und dem ganzen Zeug. Ich muss es sein. Beweise zu sammeln ist heutzutage das Wichtigste. Leute ohne die nötigen Beweise zu hängen, ist passé. Stellen Sie sich vor, unser Präsident würde Länder angreifen, nur weil er vermutet, deren Führer könnten uns mit nicht existenten Waffen attackieren. Was zu beweisen war. Außerdem müssen es eindeutige Beweise sein. Wie suchen Sie die Beweise und woher kommen Sie? Was soll ich sagen? Ich untersuche den Tatort. Selbst ein kleiner Stein könnte ein wichtiges Indiz sein. Ich untersuche ihn auf minutiöse und eingehende Weise. Geben Sie mir doch mal ein Beispiel Ihrer Untersuchungen. Einmal habe ich geschlussfolgert, dass ein Zwerg eine Kuh umgebracht hatte. Und wie kamen Sie auf so eine Schlussfolgerung? Nur ein Zwerg hätte vom Tatort fliehen können, ohne gesehen zu werden. Interessant. Ich habe deswegen den Zwerg Clive festgenommen. Ein bekannter Krimineller? Ja, er gab sich als Farmer aus. Ich verstehe. Geben Sie mir bitte noch ein Beispiel Ihrer Untersuchungen. Ich fand einmal heraus, dass ein Mordfall in Wahrheit ein Selbstmord war. Wie das? Der Mann hatte so lange Arme, dass er es schaffte, sich das Messer mitten in den Rücken zu stoßen. Er hat wahrscheinlich zur seltenen Familie der langarmigen Farmer gehört, oder? In der Tat. Harry Langarm. Verstehe. Haben Sie irgendjemanden verhaftet, der kein Farmer war? Oder sich als Farmer ausgab? Ja, das auch. Ehrlich gesagt, nein. In dieser Gegend sind alle Kriminellen Farmer. Oder sie geben sich als Farmer aus. Verstehe. Haben Sie alle Fälle gelöst, die Ihnen untergekommen sind? Nein. Ich fand nie heraus, wer das Fenster vom Laden zerschlagen hat. Wahrscheinlich war es nur so ein lausiger kleiner Farmerbengel. Ich verstehe. Ah, und Roderick Starricks Mörder fand ich auch nicht. Auch wenn ich damals nur Hilfs-Sheriff war. Können Sie nicht den Fall von Starricks Ermordung wieder aufnehmen? Ich gehe davon aus, dass es ein Farmer war. Aber das ist 20 Jahre her. Der Fall ist verjährt, wie? Nicht ganz. Die Tat ist nicht verjährt. Es ist nur so, dass fast alle Farmer, die hier vor 20 Jahren lebten, entweder tot sind oder lebendig begraben wurden. Lebendig begraben? In der Tat. Auf diese Weise haben sie früher Munition gespart. Ich verstehe. Warum bringen Sie Starricks Männer nicht ins Gefängnis? Ich habe keine Beweise gegen sie. Sie haben immer ein Alibi. Von wem? Von Starricks anderen Männern natürlich. Einmal haben sie mir sogar eine päpstliche Bulle gezeigt. Ich verstehe. Ich muss zur Toilette. Sie sollten einen Arzt konsultieren. Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? Ist etwas für mich angekommen? Name? Fillmore. Fenimore Fillmore. Fillmore, ja.